Was geht, Leute? Euer Pika ist hier und heute lernen wir How to do Motion Tracks. Und ja, ihr benötigt natürlich erstmal das Programm After Effects und das Plugin Element 3D, also hier bei Video Copilot Element 3D. Das könnt ihr euch kaufen oder halt cracken oder falls ihr es schon habt oder wie auch immer. Auf jeden Fall erstmal downloaden. Dann geht ihr zurück in das Programm After Effects und trackt einem Cinematics ein für das Motion Track. So, das habe ich in dem Fall schon getan. Ihr könnt ihr dann in die Timeline ziehen. Das ist dann das hier. Das ist die Cinematic hier. Und die lasse ich jetzt erstmal hier mit Kamera verfolgen. Das müsst ihr erstmal machen. Und das kann jetzt ein wenig Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen werde ich jetzt hier die Aufnahme pausieren und wir sehen uns später wieder. So, da bin ich wieder. Und jetzt ist die ganze Kram hier fertig getrackt und jetzt habt ihr hier so Trackpoints. Was die X- und Z-Achse bespricht, wie man das, ich weiß nicht, wie das heißt. Ja, genau. So, dann tun wir das hier schneiden. Steuerung und D. So, dann machen wir direkt eine Kopie davon. Einfügen, also Steuerung C und V. So, Audio könnt ihr ausmachen. Dann habt ihr jetzt hier die Trackpoints und könnt raussuchen, wo ihr die Schrift stehen haben wollt. In dem Falle wollen wir hier eine Schrift haben oder wollen hier eine Schrift haben. Das heißt, wir suchen uns erstmal einen geraden Punkt aus. Das ist in dem Falle dann. Na komm, wo ist er? Hier. Das ist drei Punkte. Null Ebene und Kamera erstellen mit Rechtsklick. Null Ebene könnt ihr löschen. Einen neuen Text erstellen. Wir nehmen jetzt Tutorial. Ups. Tutorial. So. Das zieht ihr dann einfach hier mal in die Mitte. Ihr könnt das ausblenden. Geht auf Ebene. Neu. Farbfläche. Okay. Effekte. Video Copilot Element. So, geht auf Custom Layers, Custom Text and Masks. Dann gehst du auf Tutorial. Geht auf Custom Texture Maps, Studio Map Cinematic, Scene Setup, Extrude und hier soll 3D Text. Um eine krasse Spiegelung hier reinzumachen, geht ihr auf Environment und Custom Layer. Könnt das ein bisschen höher ziehen. So, dann geht ihr hier, macht einfach irgendein Babbel drauf, ist scheißegal. So, dass ihr hier seht, wie die Spiegelung ist. Könnt das noch ein klein wenig höher ziehen, falls ihr die Spiegelung ein wenig mehr haben wollt. Und ja, hier machen wir dann einfach Chrom drauf, weil also ich finde das am besten, wenn vorne halt das extremst so glänzig liebt das. So, also hier habt ihr jetzt das, die Schrift stehen. Die Schrift ist hier. Die könnt ihr jetzt halt mit Group und sowas noch ein bisschen variieren, wie ihr das haben wollt. Hier zum Beispiel Particle Look, ein bisschen größer machen, links, rechts ziehen, wie auch immer. Und ja, das war's eigentlich auch schon mit dem Tutorial. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben, kommentieren bitte und ja, viel Spaß beim nächsten Mal.